Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Jonathan und Josh sind Zwillinge. Die beiden Baxters kreierten gemeinsam 2014 den Kurzfilm Big Man, den sie 4 Jahre später als große Produktion zu einem abendfüllenden Werk ausbauen durften und dabei auf einen bemerkenswert prominenten Cast zurückgreifen konnten. In besonderer Weise schien sich Michael B. Jordan für das Projekt zu interessieren. Durch seine Darstellung des Adonis Creed in den bislang beiden Rocky-Sequels ist er ein im Business anerkannter Mann mit einem Stand und unterstützte Kim, so heißt das Remake, als Executive Producer und Nebendarsteller. Kin steht im Englischen als Kurzform für Familie oder Verwandtschaft. Auf 2 Ebenen passt der Titel. Zum einen ist Eli ein 10-jähriger Junge, der die erste Bezugsperson ist, als Waisenkind in einer fremden Familie aufgenommen worden und hat dort ein gutes Leben gefunden. Nachdem aber auch seine neue Mutter stirbt, lebt er mit seinem Ziehvater allein, der mit strengen, aber liebevollen Mitteln versucht, ihn auf den rechten Weg zu führen oder ihn dort zu behalten. Denn sein leiblicher Sohn und Elis Stiefbruder sitzt wegen Diebstahls im Gefängnis. Die Konstellation zwischen den 3 Männern ist der emotionale Kern, der sehr wichtig ist und erst spät im Film um die 2. familiäre Verbindung des Teenagers erweitert wird. Eli findet in einem verlassenen Industriekomplex ein Ding, eine Sache, einen quadratischen Kasten. Handlich interessant. Es stellt sich schnell heraus, dass es eine Art Waffe ist. Aber sie ist zweifelsfrei nicht von dieser Welt oder entstammt zumindest einer geheimen Militärforschung. Er nimmt sie mit nach Hause und dann auch mit auf einen Roadtrip. Denn sein aus dem Gefängnis freigekommener Bruder Jimmy gerät sofort nach seiner Entlassung wieder in große Schwierigkeiten. Und bei einem Überfall auf das Baubüro seines Vaters wird das Familienoberhaupt erschossen. Und der große Bruder täuscht den Kleinen und nimmt ihn auf der Flucht vor den weiterhin bedrohlichen Schurken, mit denen er zwangsweise kollaborierte, mit auf eine Reise durch die USA und erfindet als Vorwand einen Urlaub. Der Vater würde schon noch nachkommen. Dass dieses Lügenkonstrukt bald explodieren wird, ist berechenbar. Aber andere Probleme drängen sich auf. Zum einen die verfolgenden Kriminellen, die Jimmy nach dem geplatzten Raub auf den Fersen bleiben, und die, die nach der Waffe suchen. Irdische soziale und familiäre Probleme mischen sich in Kin mit Science Fiction und Jonathan und Josh Baxter haben den Blockbuster-Look gut im Griff und sie haben ein Vorbild, das sie immer zu zitieren und interpretieren. James Cameron muss für die beiden sehr wichtig und inspirierend gewesen sein. Die Stimmung in Kin erinnert an die Drehbucharbeit von Cameron, der mit seinen futuristischen Geschichten wie The Abyss oder Avatar zum Science-Fiction-Motiv auch immer noch viel Emotionen einbringt, die sich zu Abenteuern entwickeln, die eine gewisse Tiefe haben, die nicht zu tragisch sind und immer das Unterhaltende im Vordergrund platzieren. Die Brüder werden aber auch wesentlich deutlicher mit ihrer Verehrung. Eli vertreibt sich da einmal kurz die Zeit an einem Terminator 2 Videospielautomaten, was eine ziemlich schwache Reminiszenz wäre, aber das Finale platziert sich in einem fiktiven County, wo sich Eli und Jimmy im Gewahrsam der Polizei befinden werden. Die Gegend nennt sich Sulaco County. Eingeweihte denken jetzt gleich an die USS Sulaco, das optisch beeindruckende Raumschiff aus Aliens, den Cameron schrieb und inszenierte. Wenn man weitergeht, sieht sogar die mysteriöse und äußerst zerstörerische Waffe von Eli im Betriebsmodus aus wie die USS Sulaco. Die Gestaltung des Ausgangs der Geschichte, und das muss als Verweis genannt werden, erinnert zudem auch sehr stark an das Vernichte- oder Beschütze-durch-Zeitreise-Konzept aus den Terminator-Filmen. James Cameron ist tatsächlich spürbar in dieser 30-Millionen-Dollar-Produktion, die jeden Dollar sinnvoll genutzt hat. In den nordamerikanischen Kinos aber leider kein erfolgreiches Langfilmdebüt für die Baxter-Filmemacher wurde. Aber Kin ist gelungen. Er hält alle seine Elemente,
die des Dramas, des Roadmovies und des Science-Fiction-Films in der richtigen Proportion und gibt sich nicht mit unwürdigen Figuren zufrieden. Der Eli-Darsteller, Miles Truitt, wird im Vorspann introduced. Es ist in der Tat sein erstes Kinojahr. Wir dürfen ihn aber auch im neuen S. Craig Saller Drag It Across Concrete erwarten. Jack Rayner, Dennis Quaid und Zoe Kravitz verstärken den Cast und James Franco darf das machen, was er immer häufiger gerne tut. Er spielt einen unausstehlichen Gangster, der unmenschlicher und asozialer nicht sein könnte. Tricktechnisch passt alles gut zusammen. Die wenigen budgetbedingten Ausrutscher verschwinden hinter einem kräftigen, oft mit Neonlicht durchzogenen dunklen Look. Kin ist ein positives Beispiel für ein neues Science-Fiction-Abenteuer, das sich bei Altbekannten bedient, also wenig Neues hinzufügt, aber dafür effektiv funktioniert und wirkliche Freude beim Ansehen bereitet. Ein Wort möchte ich noch zur FSK-Einstufung verlieren. Grundthematisch ist die 12er-Freigabe in Ordnung. Gegen Ende hin, vor allem durch das Handeln von James Francos Figur, wird Kin aber ziemlich brutal. Immer nur kurz, aber dann grausam. Nicht wegen seiner expliziten grafischen Darstellung, sondern wegen der Stimmung. Ein FSK-Grenzgänger ist Kin in Deutschland damit für mich schon. Kin hat mich überzeugt, die Baxters kommen auf meine Liste für zu beobachtende Newcomer. Vielleicht traut sich jemand, ihnen ein größeres Projekt anzuvertrauen.